Ja, vielen Dank, herzlich willkommen, dass ihr alle da seid. Ich glaube, hier seid ihr alle, sind alle da? Seid ihr alle da? Ich glaube schon, 40 Personen sehe ich auf meinem Handy, dass ihr das da sind. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, ich freue mich sehr, dass ihr alle hier einschaltet. Und wo ich den Hut gerade abhabe, dachte ich mir, wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht was reingeben. Also man macht ja das, dass man mit dem Hut immer rumgeht manchmal. Kann ich nicht überall vorbeikommen bei euch, weil vielleicht sind der eine oder die andere sind offensichtlich aus Österreich zugeschaltet und das ist mir einfach jetzt zu weit, ne? Obwohl ich gerne wandern gehe. Das wissen die aber eh auch. Und das erste Stück, das wir heute gespielt haben, war September 1st, gewidmet meiner Tochter, die am 1. September geboren ist. Ich hoffe, du schaust auch gerade zu. Hallo. Die ist nämlich nicht hier mit. Wir spielen hier heute exklusiv für euch im Internet und für die S-Bahn Hasselbrook, die hier vorne draußen ist, weil da hinten ist nämlich noch ein Fenster offen. Deswegen wollte ich den Matze bitten, ob er vielleicht noch das Fenster schließt, weil sonst haben wir vielleicht Probleme. Vor allem dann, wenn die S-Bahn einfährt, dann hört man nämlich immer die Ansagen und das wollen wir jetzt ja nicht. Ja, wir sind, ich sage es einmal kurz an, wir sind die Hagersner Moor Band, bestehend aus Lorenz Hagersner und Anja Moor. Aber mit dabei sind natürlich auch noch Oliver Carstens am Bass, Ole Seimitz am Schlagzeug und die Cordula. Aber ich glaube, ihr seht gerade nur mich, weil ich bin ja hier auf der Kamera und der Matze kann gerade nicht schneiden, weil er das Fenster zumacht. Aber der Tobi Birre ist natürlich auch noch mit dabei, der macht ja gerade das Mikrofon immer an und hat gesagt, ich soll nicht so weit weggehen, weil sonst hört sie mich nicht, weil so ist es besser, ne? So ist es besser, so lassen wir es. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass wir hier sein dürfen. Es ist einfach total schön hier im Stadtveränderer Loft, das wir gleich auch noch ein bisschen besser zeigen werden. Aber zuerst hören wir etwas ganz Besonderes, nämlich die unvergleichliche Anja Moor beim Singen. You lie awake.
of counting sheep. When the lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, war schön mit euch, Leute. Hat Spaß gemacht. Als nächstes kommt ein Lied, das hat Lorenz geschrieben mit einem anderen Saxophonisten zusammen. Ist ja äußerst selten, dass zwei Saxophonisten mal zusammen ein Lied schreiben. Jedenfalls hat er es geschrieben mit Peter Weniger. Und deswegen heißt das Lied auch Peter's Blues. Thank you.
Woohoo! Yeah, Peter's Blues. Ja, thank you very much. Ja, also ich herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich muss jetzt mal kurz hier interagieren, weil ich habe nämlich gesehen, ihr seid ja alle dabei hier. Big Skill, hier ist Uli aus Linz. Hey Uli, hallo. Bitte, aus Linz haben wir wieder dabei. Wir haben viele Grüße aus La Palma vom Frühstückstisch von Kai und Patti. La Palma, wo ist das nochmal? Far away from home, aber sehr schön. Und bei uns regnet es ja, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da können alle zu Hause bleiben und gemütlich frühstücken. Auch eine so schöne Sache. Dann freuen wir uns. Finn Großmann hat eingeschaltet und findet September 1st einen sehr schönen Song. Finde ich auch, danke. Ich hoffe, du bist mit der Qualität meines Contents einverstanden. Bist du ja sowieso. Und dann haben wir Uli Ulisses. Was für ein Genuss, Jazzbrunch im auf der Strecke liegen geblieben ICE München-Berlin. Oh Gott, ihr seid super. Hey, danke. Super, dass es auch im ICE immerhin zu empfangen ist. Strecke liegen geblieben, schade. WLAN immerhin. Something works. Danke, Deutsche Bahn. Adrian Ward, perfect jazz to have with waffles. Auf jeden Fall. Genau. Und so geht's auch weiter. Ja, viel Spaß. Weiterhin, wir freuen uns über jeden, der eingeschaltet hat und der interagiert. Falls ihr einen Vorschlag habt, sonst irgendwas betreffend, sag Bescheid. Noch geht's, ich lese es hier. Und wie gesagt, Hut ab, der Hut, der geht immer noch rum. Und zwar geht der Hut natürlich virtuell rum, weil ich kann nicht eben überall vorbeikommen. La Palma ist mir zu weit weg. Aber wir haben einen PayPal-Me-Link eingerichtet, den findet ihr hier unten drunter. Ist hier der Bildausschnitt oder irgendwo, also jedenfalls unten findet ihr den und da könnt ihr schauen, da kann man draufklicken und da könnte man jetzt zum Beispiel so einen virtuellen oder sogar einen realen 10er oder 20er da hineinschmeißen, das wäre cool, so wie wenn man halt beim Konzert ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Mühe honoriert würde, auch auf diesem Wege und wenn eurem Applaus auf diese Art und Weise Ausdruck verschafft, das würde uns sehr freuen. Na? Wir haben zum Beispiel letztes Mal von den Spenden, die wir erhalten haben, glücklicherweise dieses Klavier ein bisschen stimmen können. Es ist zwar immer noch zu tief, aber es ist auf jeden Fall gestimmt, würde ich mal sagen. Und das hat auf jeden Fall die Qualität schon erhöht. Und wir haben einiges reingesteckt an Mühe und Not, dass wir hier das heute machen können, dass es den Sound verbessert ist. Licht haben wir, ich glaube gar nicht, was wir alles haben, es ist unglaublich. Und wir haben das Programm natürlich auch umgestellt, vielleicht habt ihr es gesehen, wir versuchen die Cordula am Stepptanz richtig zu featuren. Jetzt gerade hat sie Pause, weil sie ihre Schuhe wechselt. Warum, verrate ich jetzt noch nicht. Und dann kommt jetzt ein Klaviertrio-Stück von Anja und das heißt, da sind die Räuber.
Im Räuberwald. Hallo Steffi, ich freue mich, dass du auch da bist. Hallo Gottfried, hallo ihr alle. 46 Menschen sind schon hier mittlerweile hier mit im Live-Chat dabei und das freut mich sehr. Hey, wir werden ja immer mehr. Man sieht, ja, der Sonntag schreitet voran und man kann immer leichter aufstehen mit fortschreitender Zeit. Geht mir ja auch so. Heute muss ich schon früher raus. Aber es war ja auch, es hat ja auch seinen Sinn gehabt. Ja, jetzt kommen doch nun zu etwas völlig anderem. Wir haben jetzt ein Stück in petto, das heißt Tanti Anni Prima. Der einschlägige Hörer und das einschlägige Familienmitglied, sage ich mal, kennt das schon. Es ist eine, wir machen das jetzt in einer Bearbeitung für Jazzband. Wir haben dabei aber eben noch unsere Cordula Decker, die heute etwas tanzen wird dazu. Und ich meine, ihr kennt ja sicher das Neujahrskonzert, da machen sie es immer in der Staatsoper. Und so machen wir das hier quasi in diesem schönen Loft. Herzlichen Dank noch einmal an die Stadtveränderer, dass wir in diesem schönen Loft sein dürfen, um das hier zu machen. Das Loft zeigen wir jetzt zumindest Ausschnitte davon auch in der sehr kleinen Choreografie oder sagen wir mal so in der kleinen Improvisationsgrundlage, die sich Cordula geschaffen hat, um jetzt zu unserem Stück zu tanzen. Also wir werden uns ein bisschen spielen sehen, aber wir werden vor allem Cordula tanzen sehen und das freue ich mich besonders darauf. Das ist, glaube ich, jetzt Jazz Dance oder Modern Dance oder wie auch immer man das bezeichnen will. Jedenfalls oder bezeichnet, das weiß ich nicht so genau, aber jedenfalls ist es sehr schön und ich wünsche viel Spaß und ich freue mich auch schon selber besonders darauf. Tanti Anni Prima von Astor Piazzolla mit Cordula Decker am Tanz. Thank you.
tanti anni prima, viele Jahre früher, mit der kleinen Geschichte, dass man mal wieder outside of the box denken sollte vielleicht. So verstehe ich das jedenfalls, so wie ich das gesehen habe hier von der Cordula. Es war echt wunderschön, danke Cordula. I love it. Ja, Helle Weidmann-Leder hat auch das geschrieben. She loves it also. Und Lady Beagle findet es einfach nur amazing. Danke, Lady Beagle. Leute, wenn ihr wollt, spendet uns was in den Hut rein. Wir freuen uns auf dem PayPal-Link. Dann können wir weitermachen und weiter schöne Musik produzieren. Wir brauchen das. Das krisengeschüttelte, krisengebeutelte Musikerherz braucht es ganz dringend. Glaubt mir es. Ich meine, ihr müsst nicht, ne? Well, you needn't. So heißt das nächste Stück, das ist von Thelonious Monk. Und das wird jetzt so eine kleine Jam-Session, weil eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen jammen. Wir haben versucht, möglichst alles möglich zu machen, was irgendwie geil ist hier. Da gibt es ja noch viele Möglichkeiten. Kommt vielleicht auch noch, wer weiß. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen jammen. Ein Stück von Thelonious Monk, Well, You Needn't. Cordula, ja, die kommt auch gleich noch dazu. Thank you.
My God, der Kilkenny. Geil. Barbara Baumann hat Sterne in den Augen. Helle Weidmann-Leder, wow. Can we do this every Sunday, please? Adrian Ward. Maren Seidler von Thun. Großartige Tanz, großartige Musik und eine super Idee. Nun kennen wir ja das Loft. Ja, yeah. Sehr schön die Geschichte von Kai. Wollte was in den Hut werfen, aber leider Geld von dir angefordert, weil PayPal Spanisch war. Das ist eine geile Story. Finde ich geil. Ich habe schoniert und das andere Wort probiert, jetzt sollte es geklappt haben. Ja, das ist immer, weißt du, die Deutschen, ja, erst fahren sie nach Spanien, nach Mallorca oder wo das ist, ja. Und dann kennen sie nicht Spanisch, ne? Was soll denn das? Ist ja kein Ort. Naja, okay, aber wie gesagt, well you need it. Aber natürlich freuen wir uns sehr. And we need it, das ist das Problem. We need it. Deswegen, Hut auf, Paperlink an, vorher auf Deutsch umstellen und dann freuen wir uns sehr über einen Ticketpreis oder was auch immer. Can we do this every Sunday? Als langjährige Fans von Cordula sind wir nun auch Fans der Band. Danke. Hey! Da verbeugen wir uns. Und zwar verbeugen sich Anja Mohr, Oliver Carstens, Ole Seimetz und Cordula Decker. Jetzt machen wir kurz die Totale. Haben wir die Totale? Wir haben die Totale. Yay! Okay, und dann, Anja, musst du auch losfliegen jetzt. Irgendwann hat der schönste Sonntag ein Ende. Na? Und mir bleibt nichts anderes, als einfach nur Danke zu sagen für jeden einzelnen Kreuzer, der im Hut gelandet ist, aber auch für eure Liebe, die wir bekommen haben hier. Das ist voll geil. Und auch schon wieder steigen die Teilnehmerzahlen an diesem Chat, das freut mich sehr, dass wir euch alle erreicht haben. Mich freut sehr, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Auch danke an Andy Hagersner nach Neulenkbach. Hey, voll geil, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Band. Vielen Dank an Tobias Birr für den geilen Sound. Ich hoffe, ihr habt es gut hören können. Vielen Dank an Matze Kuhhaupt für das Bild, Licht und Kamera. Mir bleibt nur sagen, nichts anderes als zu sagen, merci, merci, merci. Merci.